Richard Wagner, ein politischer Komponist. Sein Festspielhaus in Bayreuth liegt bis heute mitten im Weltgeschehen. Erdacht in der Revolution von 1848. Gefördert von Märchenkönig Ludwig II., missbraucht von Adolf Hitler, bis heute ein zutiefst politischer Ort. Er war ja in seiner Dresdner Zeit ein überzeugter Revolutionär. Der wollte ja wirklich gesellschaftliche Verhältnisse verändern. In der Revolution ging es um das Ende der Monarchie und um ein vereintes Deutschland in Schwarz, Rot und Gold. Er hat immer gehofft, als Künstler mit seinen geistigen Fähigkeiten und Kräften die Revolution, wenn es dann soweit ist, zu befördern. Und als es dann so weit war, hat er natürlich mit gewagten, das war ein Seiltanz, mit ganz, ganz gewagten individuellen Aktionen dort wirklich die Revolution aus Leibeskräften unterstützt. Er hat sein Leben riskiert, mit in die Waagschale der Revolution geworfen. Er hat Flugblätter verteilt, er hat auf dem Kreuzkirchenturm einen Spähposten bezogen, lag unter Scharfschützenbeschuss von der Kuppel der Frauenkirche aus und hat dann die provisorische Regierung im Rathaus direkt verständigt. Das war natürlich alles Hochverrat. Der hat sich noch in Paris mit Schriften von Feuerbach zum Beispiel auseinandergesetzt. Und die religionskritische, theologische Auslegung von Feuerbach hat mit dazu geführt, dass er angefangen hat, sich damit zu beschäftigen, dass solange es Privilegien gibt, die mit Kapital verbunden sind, diese Privilegien und dieses Kapital Diebstahl ist. Ein Mitstreiter in dieser Zeit war der Architekt Gottfried Semper. Ebenso revolutionsbegeistert wie Wagner, musste auch er später aus Dresden fliehen. Erst nach der Revolution entstand die eindrucksvolle Semperoper. Tatsächlich ist es so, dass die Barrikaden von Gottfried Semper am längsten gehalten haben. Und was die beiden sicherlich verband, war der unbändige Willen, mit Kunst, mit Kultur, auch diese Gesellschaft zu revolutionieren. In seiner Autobiografie relativierte Wagner seine Beteiligung an der Revolution. Kein Wunder, denn sein neuer Dienstherr war ein König. Ludwig II. War ja kurz nachdem er dann König von Bayern wurde, ist er sofort auch auf Richard Wagner zugegangen, weil er ihn schon frühzeitig sehr, sehr geschätzt hat, sein Werk. Und war auch von vornherein entschieden, ihn fördern zu wollen als Künstler. Und das hat er dann auch nachdrücklich getan. Ich kann mir nicht ganz vorstellen, dass Wagner ausschließlich sozusagen nur auf die Seite des Geldes an der Stelle geguckt hat. Ob er nicht doch vielleicht auch von der Figur Ludwig II. Fasziniert war, auch in der Art und Weise, wie er natürlich sein Kunstverständnis sozusagen gelebt hat. Und da war ja nicht nur die Faszination für die Oper und die Musik bedeutend, sondern auch gerade für die Architektur, was Wagner ja auch sehr fasziniert hat. Nicht, dass ich denke, dass Wagner homosexuell war, aber er war sicherlich auch von dem, wie er sich sozusagen als Mann auch selbst inszenierte, in entsprechender Kleidung mit bestimmten Stoffen, sicherlich eher auch ein femininerer Typ als manch anderer Mann im 19. Jahrhundert. Hitler missbrauchte Wagner als nationalen Komponisten. Bayreuth wurde zum Wohnzimmer der Nationalsozialisten. Mittendrin Wagners Schwiegertochter Winifried Wagner. Wir gehörten mit zu denen, die unentwegt an den Führer glaubten, an die nationalsozialistische Idee glaubten und haben, ich kann wirklich sagen, durch dick und dünn zu ihm gestanden. Natürlich lässt sich Wagners Musik, weil sie eben auch etwas Zwingendes hat und etwas Bezwingendes, das finden wir ja auch toll an seiner Musik. Das wäre ja auch also unklug, das jetzt direkt zu leugnen. Aber man kann natürlich sehr viel daraus auch für sich machen. Und es ging den Nazis natürlich um Machtausübung, um
große Leute der deutschen Geistesgeschichte auf ihre Seite zu ziehen. Und da passte natürlich Wagner mit seiner Musik, die eben so bezwingend ist und so weltumfassend und weltumspannend ist, leider eben auch sehr gut ins Konzept. Das macht vielleicht ein gutes Kunstwerk aus. Ja? Ein Kunstwerk, was die Leute ergreift, die ist natürlich für alle Zwecke zu benutzen. Und sie können sich daran erfreuen, sie können es einsetzen als Werbemittel, ja. Und das wiederum verfehlte seine Wirkung nicht und verfehlt seine Wirkung nicht. Und deswegen ist es zu allen Zeiten aktuell gewesen. Also Bayreuth ist sicher auch ein Beispiel dafür, wie Geschichte wandelbar ist. Wir hatten das Dritte Reich, wir hatten Hitler, der im Haus Manfred aus- und einging, der im Festspielhaus gern gesehener Gast war. Auch das gehört zur Geschichte Bayreuths. Es ist aufgearbeitet worden. Wir haben seit einigen Jahren auch eine Ausstellung bei uns im Festspielpark, die auch die Situation der Sänger, der jüdischen Sänger im Dritten Reich bei uns in Bayreuth am Festspielhaus aufarbeitet. Wir müssen mit der Geschichte umgehen und ich persönlich halte es auch sehr wichtig, die Geschichte und das Geschichtsbewusstsein an die Nachgeborenen weiterzugeben. Und wie steht es um die Politik in Wagners Opern? Ich glaube, dass der Ring des Nibelungen zu höchst politisch ist. Was er verändert, ist eigentlich, dass er die Idee des Historiendramas verschiebt in eine Idee des mythologischen Dramas, könnte man sagen. Aber das, was er hier eigentlich entwirft, auch als Weltbild, ist zu höchst pessimistisch. Das heißt, er hat nie eigentlich eine Utopie entworfen in seinen Opern, sondern er hat gezeigt, sozusagen, wohin das im extremsten Falle führen kann, wenn die Menschen Geld und Macht miteinander verbinden. Ich glaube nicht, dass das Oper politische Systeme verändern kann. Aber Oper kann Denkanstöße liefern. Nun habe ich hier ja auch ein paar Wotane gesungen. Und wenn der eben sieht, wie der praktisch sittenwidrige Verträge abschließt, wie er durch bewusste Täuschung dieser armen Arbeiterklasse, nämlich der Riesen, sich seinen Vorteil verschafft, was ja alles rechtswidrig ist. Unwissen, trugvoll, untreuer Übt. Band durch Verträge, was unheilbar. Aber wie er dann eben als Machtmensch sagt, das ist die mir zustehende Position. Wie ja heute die Politiker sagen, es hat so zu sein. Ja, man kann sicher was lernen. Ich darf kein Gold aus dem Rhein klauen, klar. Und so gibt es in jeder dieser Oper einzelne Metaphern, die man hinterfragen sollte und dann vielleicht auch runterbrechen aufs eigene politische Dasein. Auf dem roten Teppich hat man nicht allzu viel Zeit, um sich zu unterhalten. Man begrüßt sich, man macht kurz Smalltalk, aber in den Pausen gibt es immer Gelegenheiten. Ich gebe die Hoffnung nicht auf, dass wir wieder dahin kommen, dass die Oper als solche wieder mehr die Politik sensibilisieren kann.